Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Paluten testet Mods auf seine ganz eigene Weise. Leute, am heutigen Tag testen wir eine übertrieben krasse Mod. Und zwar werden wir für dieses Dorf hier eine komplette Bahnstrecke bauen. Und ich meine damit jetzt nicht irgendwie was mit Minecarts oder so, sondern richtige Züge. Da muss man dann Kohle reinpacken, da muss man so einen Dampf auf... Wir werden sehen. Wir bauen jetzt nämlich als erstes die Strecke für unsere super guten Villager-Freunde. Hallo Villager-Freund, willst du Bahn fahren? Ne, ich hasse die Bahn. Okay. Sag mal, wieso hasst denn der Bahnfahren? Mini-Paluten, hast du Bock? Ja, ich habe immer Bock. Ja, das ist die richtige Einstellung. Okay. Als erstes benötigen wir... Ja. Hier sehen wir, die Mod heißt übrigens Immersive Railroading. Hier sind die ganzen Züge. Was wir aber brauchen, ist Schiene. Okay, der Junge ist zu doof, Schiene zu schreiben. Da, so, Schienenplan. Gut, jetzt ist die Frage, wo starten wir? Wollen wir hier einfach starten? Und dann gucken wir mal, dass wir so versuchen, einmal ums Dorf rumzugehen. Ich weiß allerdings nicht, wie man eine richtige Kurve baut. Aber wir starten einfach hier. Ja, da vorne sind so ein paar nervige Slimes. So. Guck mal, das sind halt richtige Schienen. Zum Vergleich, das hier, das kleine Ding, ist im Vergleich diese Minecart-Strecke. Also das ist schon krass. Und wir können uns auch gleich richtig da reinsetzen. Warte mal, kann ich jetzt... Klipp das zusammen? Warte mal. Nee. Okay. Das ist jetzt erstmal die Teststrecke. Warum sind hier so viele Slimes, Mini-Paluten? Weil du ein alter Schleimbeutel bist. Nein, weil ich so schleime, das macht keinen Sinn. So, auf jeden Fall das jetzt hier, die Teststrecke. Sieht so süß aus, wie Mini-Paluten plötzlich angelaufen kommt. Hi. Hi. So, und jetzt können wir uns eine von diesen Zügen hier aussuchen. Wollen wir diese ganz klassische Dampflok nehmen? So, und das Ding stelle ich jetzt hier einfach... Zack. Als ob. Guckt euch das an, Leute. Das ist so detailliert. Und da setzen wir uns jetzt gleich rein. Und dann werden wir mal gucken, wo der Frosch die Loggen hat. So, warte mal, wir gehen rein. Zack. Oh. hallo. Ich würde gerne rein. Ah, jetzt sind wir drin. Jetzt sieht man auch unten links, wie viel Grad der Kessel hat, wie der Dampflokdruck etc. ist. Ich kenne mich damit nicht so aus. Ich weiß nur, wir brauchen jetzt Kohle. Wir nehmen hier einfach mal Kohleblöcke. Das ist egal. Wir können hier auch ganz normale Kohle benutzen. So, dann öffnen wir das hier. Ah, stimmt. Wir brauchen auch noch Wasser. Wassereimer sind ganz wichtig. Aber erstmal kommt die Kohle hier rein. Weil das Ding ist ja eine Dampflok oder braucht Kohle. Ihr wisst Bescheid, Leute. So, jetzt muss der Kessel allerdings noch richtig angeheizt werden. Mit Wasser. Und jetzt hören wir schon. Oh ja, da entsteht Druck. Wir können auch gucken, dass wir jetzt hier einmal... Ich will raus! Da, guckt euch das an. Da wird jetzt schon ordentlich Kohle verbrannt. Und wenn hier, glaube ich, dieses kleine Ding ordentlich rumballert, dann ist das Ding ready. Weil wir müssen Wasser nachkippen. Guck mal hier, der hat jetzt zu wenig Wasserstand. Da. Zack, das muss ordentlich aufgefüllt werden. Ihr seht das, wie dieses Wasser da immer weiter höher geht. Und links steigt auch schon die Gradzahl in unserem Kessel. Und der Druck muss steigen. So, schön da reinballern. Da geht noch was, da geht noch was. Immer schön rein damit. Es ist einfach, die Mod ist schon krass. So, und warte mal, jetzt steigen wir noch mal kurz aus. Ja, da geht noch was. Ich erweitere hier mal kurz die Strecke. Alter Schwede. Oh, was ist das denn hier? Guck mal. Gerade, Kreuzung, Steigung, Kurve. Jawohl, das ist doch das, was wir wollen. Oh, warte. Nee, jetzt, warte. Zack. Ja, das ist perfekt. So, warte mal, die Kurve. Dann fahren wir noch einmal. Oh, warte. Was ist das denn jetzt? Ja, warte, die Kurve sollte gar nicht so. Nee, wir wollen ja eigentlich, nee. Ja, so ist, glaube ich, gut. Ja, so ist perfekt. Ah, guck mal, man kann sogar den Kurvenwinkel einstellen. So, dann machen wir hier gerade wieder zurück. Weil das ist ja eine Bahnstrecke für das Dorf. So, jetzt können wir hier... Bam. Kurve. Oh ja, das perfekt. So, wir müssen jetzt mal testen, ob das alles überhaupt funktioniert. Wir gehen rein. Und jetzt kann ich mit, glaube ich, mit... Wenn ich hier auf dem Numpad... Ah, jetzt. Fahrschalter geht hoch. Oh, wir geben direkt Gas. Alter. Was wir für eine Geschwindigkeit erreicht. 55 km/h. Das ist viel zu schnell. Schaffen wir die Kurve?
Alter, wir fahren 100 km/h, Mini-Ballon vor sich. Nichts passiert. Da kommt er wieder angefackelt. Aber das ist ja geil. Ja, warte mal. Fahrschalter runter. Ja, sehr gut. Alter, was wir für einen Druck hier aufgebaut haben. Wie schnell wir auch wurden. Ja, warte. Irgendwer hat hier Ja, hat das angelassen. Kann ich die auch wieder abbauen? Ja, ich muss hier kurz die Strecke. Warte. Ja. Entschuldigung. Guck mal, Mini-Paluten. Dein Vater ist ein richtiger Lokomotivführer. Zack. Ja, das ist auf Dauer ein bisschen nervig. Hallo? Ist da... oh, was ist... Nee, was habe ich denn jetzt gemacht? Was habe ich jetzt? Weil jetzt fahren wir plötzlich rückwärts. Nee, das ist doch Mist. Stopp. Genau. Alles gut. Nee, jetzt nicht wieder nach vorne. Genau. Wenigstens jetzt macht hier nichts mehr. Irgendwelche Geräusche. Ich frage mich, Leute, was glaubt ihr? Wie schnell können wir mit dem Ding maximal fahren? Oh, was sind... Warte mal, kann er hier trotzdem drauf fahren? Es wirkt so ein bisschen doppelt gemoppelt teilweise hier. Als würden die Schienen nicht ineinander greifen. Auch hier schon. Ja, aber der wird doch trotzdem fahren. Mini-Paluten, du bist im Weg. Warte. Upsi, sorry. Sehr gut. Alter, das wird so nice. Da vorne ist die Strecke. Warte mal, wir müssen hier... Ja, wir bauen das gleich ein bisschen um. Zack. Weil sonst komme ich da nicht richtig ran. Genau, das hier müssen wir abbauen. So, das hier kommt weg. Die hier auch. Zack. Zack. Und wenn wir jetzt hier 90... Na, das passt, glaube ich, nicht. Jetzt müsste es passen. Als ob. Jetzt will ich mir das Ganze mal von oben angucken. Yo. Das ist doch cool. Okay, ich bin gespannt, ob alles klappt. Ich glaube, unser Zug hat auch die... Ja. Die maximale Kraft erreicht. Denn wenn dieses Ventil anfängt zu püstern, ist irgendwie der Dampf auf Maximalkraft. Ja, sieht man da auch. So. Mini-Paluten. Jetzt wird richtig losgelegt. Auf die Schienen, fertig, los. Und Vollgas! Oh, let's go. 70 Stundenkilometer. Oh, kein Problem. Ah, wir sollten gleich mal Waggons noch dranhängen. 120 km/h. Oh Gott, wie wir den armen Slime überfahren haben. Vorsicht, nicht auf die Strecke. Schweine, runter von der Strecke. Als ob, 120 km/h sind scheinbar die Maximalgeschwindigkeit. Oh, ich hoffe, Mini-Paluten läuft jetzt nicht gleich auf die Strecke. Wo ist denn der? Der müsste uns doch irgendwie hinterherlaufen. Warte mal, wir bremsen mal ab. Mal gucken, oh oh, wann wir zum Stillstand kommen. Warte mal, ich spring mal ab. Wie geil das ist, dass das Ding einfach weiterfährt. Und was hältst du von der Bahn? Ja, wenn sie vorwärts fahren würde. Ja, na, warum fährt die denn jetzt rückwärts? Ja, hast du den falschen Gang drin gelassen. Wie, Rückwärtsgang habe ich angelassen? Das kann gar nicht sein. Oh, ey, man darf echt nicht vergessen, wir spielen hier immer noch Minecraft. Klar, das ist eine Minecraft-Mod, aber das ist doch einfach krass, was einfach möglich ist. Ja, wie stoppe ich das Ding denn jetzt? Das Ding fährt jetzt hier die ganze Zeit. Warte mal, ich spawn einfach noch eine und dann ballert die. Warte mal, wir könnten ja eine andere Bahn nehmen. Wir nehmen mal hier, ich glaube, das ist so ein amerikanisches Modell. Oh, Alter. Yo, was ist... Ey, das ist so ein bisschen, das ist wie bei GTA. Guckt euch das an. Oh, oh, jetzt kommt das Ding. Jetzt bin ich gespannt. Entweder gibt es gleich eine fette Explosion. Okay. Damit hätte ich jetzt eher nicht gerechnet, dass das Ding das andere einfach mitnimmt. Warte mal, wir können ja auch mal gucken. Güterwaggons, Personenwaggons. Lass uns mal gucken. MK Baggage Coach. Können wir die jetzt hier dran klatschen? Ja, okay. Oh ja, warte. Ja, den haben wir jetzt hier gerade dran gepackt. Und wenn mich nicht... Ja, das finde ich auch krass. Man kann irgendwie auch... Ja, wir sind jetzt hier einfach drin. Also entweder gibt es jetzt gleich ein Unglück oder wir werden mitgezogen. Als ob. Wir werden einfach mitgezogen. Ja, aber ich spring lieber raus. Das Schöne ist, ich habe auch noch ein paar andere Mods installiert, mit denen wir es vielleicht schaffen, das Ganze hier zu stoppen. Ich habe nämlich hier noch Mr. Crayfish's Gun Mod.
Warte mal, haben wir irgendwas, was Explosionen auslösen kann? Warte mal, ich guck mal. Explose. Ah, wir haben keine Explosivmunition. Ich benutze aber mal kurz die Spitfire. Was haben wir hier? Aber AK-47 wird nichts bringen. Ich brauche sowas wie einen Raketenwerfer. Aber ich glaube, wir haben keine. Haben wir eine Grenade? Oh, wir haben Granaten. Und auch einen Granatwerfer. Warte mal. Ah ja, okay. Mini-Paluten. Warte. Stell dich mal. Hör doch mal auf. Folgt, wartet. Okay. Wir versuchen, das Ding jetzt wegzuballern. Okay. Schuss. Es bringt nicht. Doch. Wir haben sie zerstört. Ich guck mal, ob ich es hier mit kann. Oh ja. Guck mal, der zum Beispiel, der Villager. Easy One-Shot. Na? Nee, gar keine Chance. Das bedeutet, wir müssen es hier mit probieren. Okay, da vorne sehe ich doch schon wieder den Smoke ankommen. Da kommt sie. Einfach ballern. Ballern? Krass. Die kriegst du nicht weggeschossen. Okay, wir probieren was anderes. So, wartet. Oh. Nee, so war das nicht geplant. Nee, das war jetzt blöd. Okay, sie hängt hier. Wir müssen sie jetzt nur hier einmal zünden. Was glaubt ihr? Explodiert der Zug vom TNT? Ich sage ja. Ja. Mini-Paluten, alles gut? Ich bin TNT-Prof. Du Quatsch. Och, Gott sei Dank. Ja, Papa hat ein bisschen... So, Leute, ich würde sagen, das war's mit einer kleinen weiteren Folge von... Paluten testet Mods auf seine ganz eigene Weise. Leute, ich hoffe, euch hat dieses kleine Video gefallen. Falls ja, dürft ihr super gerne ein Like da lassen. Schaut gerne hier vorbei. Hier sind noch weitere Videos. Schaut natürlich auch gerne auf paluten.shop vorbei. Wenn ihr selber einen kleinen Mini-Paluten haben wollt, inklusive einer persönlich von mir unterschriebenen Autogrammkarte. Leute, danke fürs Zusehen. Haut rein. Ciao, ciao.